Hallo meine Freunde und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe. Diese Ausgabe wird ein Mittelfinger an die ganzen Spasten, die jetzt in meinen Kommentaren aufgetaucht sind, die auch auf Instagram aufgetaucht sind und Sachen sagen wie: oh, auf einmal macht er wieder Videos, um relevant zu werden, keiner interessiert sich für dich, hast nicht mal geschafft bei Octagon zu kämpfen. Ich habe solche Nachrichten und solche Kommentare gelesen. Ich bin normalerweise davon ausgegangen, dass Leute, die MMA wirklich verfolgen, diesen Sport lieben und schätzen, auch ein bisschen verfolgen, was so in der Welt abgeht, außerhalb von Octagon und außerhalb von Deutschland. Meine lieben Freunde, ich habe mich damals entschieden, mit den YouTube-Videos aufzuhören, weil ich mich darauf fokussiert habe, auf die größte Chance, die es bisher in meiner Sportkarriere gibt. Und das ist der Ultimate Fighter. Nach meinem Kampf im Dezember, bei dem auch viele Leute gehatet haben, weil der Gegner nicht stark war, ich habe das ganz offen kommuniziert. Mein anderer Gegner ist ausgefallen. Ich musste einen Gegner kämpfen, um aktiv zu bleiben. Nach diesem Kampf habe ich den Anruf bekommen und das Angebot, bei The Ultimate Fighter mitzumachen. Und das habe ich genommen. In dieser Folge heute möchte ich mit euch nur mal ein paar Highlights herauspicken, was bisher so in Bezug auf meine Person im The Ultimate Fighter passiert ist. Ich möchte natürlich den Leuten, die sich mit mir freuen, die sich für mich freuen und die mich anfeuern, mit diesem Video auch etwas Vorfreude noch geben auf nächste Woche, denn dort ist mein Semifinale. Also, ich würde sagen, viel Spaß beim heutigen Ausgabe von Robzilla. Let's go! Also meine lieben Freunde, ihr wisst wie das ist, leider kann ich nicht zu viele Sachen zeigen von der Show wegen den Copyright, aber was ich machen kann ist, ich kann euch Instagram Reels zeigen, weil diese normalerweise nicht als Copyright geclaimt werden, okay? Also, natürlich möchte ich euch an allererster Stelle mein Viertelfinal-Finish zeigen, für die, die das nicht mitbekommen haben. Ich habe im Viertelfinale gekämpft gegen Yannis Bashar und wir schauen uns jetzt mal kurz an, wie das gelaufen ist. Und noch einmal für die, die das nicht geschnallt haben. Ja, ich glaube, viel mehr muss ich dazu nicht sagen. Also, ich habe immer schon gesagt, seitdem ich diese Videos mache, mein Fokus lag schon immer dabei, ich möchte zu der größten Organisation es schaffen, ich möchte auf die größte Bühne es schaffen. Und sollte ich dabei keinen Erfolg haben oder sollte ich dabei untergehen, dann ist das halt so, aber ich habe es probiert. Und ich sage mal so, bisher habe ich noch nichts erreicht. Ich habe noch nichts erreicht. Ein Kampf gewonnen im The Ultimate Fighter. Das ist nichts. Ja? Aber, und ich glaube, ein paar von euch haben sich auch den Gegner angeschaut, der war Champion im Cage Warrior. Ich habe die Herausforderung angenommen, zu tough zu gehen, wo man nicht weiß, gegen wen man kämpft, wo man nicht weiß, wann man kämpft, wo man isoliert ist, wo man Gewicht machen muss innerhalb von kurzer Zeit, mehrere Male, keine Coaches, keine Familie, keine Freunde, kein Telefon, kein Handy, kein Internet, nichts. Und ich würde einfach mal ganz grob behaupten, dass sich das nicht viele von euren ach so krassen Kämpfern trauen, okay? So, jetzt wollen wir mal kurz gucken, was Onkel Dana zu meinem ersten Kampf gesagt hat. Robert's quarterfinal win was one of the most impressive I've ever seen on the Ultimate Fighter. You know, he goes in and knocks out a striker like Giannis that quickly makes a huge statement. And it obviously must have impressed Alexa, because then she decided to let Robert help coach the rest of the team as they prepare for their fight. So we're gonna find out if this guy can coach as well as he can fight. Ja, meine Freunde, was soll ich groß sagen? Ich habe die Zeit im The Ultimate Fighter zu 100% mir gesagt, ich möchte jede Sekunde davon auskosten und ich möchte jede Sekunde davon am meisten profitieren. Also habe ich auch ein gewisses Risiko eingegangen, natürlich, aber wie soll man sagen, wenn man immer unter dem Radar fliegt und einen auf Kopf unten lassen macht, dann wird das nichts und dann wird auch vor allem Dana nicht auf einen aufmerksam. Ich habe nach diesem Kampf direkt gesagt, ich werde meine Teamkollegen unterstützen und sie cornern und coachen. Viele haben damals gesagt, ah Robert, Risiko und so, du musst dich auf dich konzentrieren und bah, es geht hier nur um dich.
Aber ich habe an dieser Stelle gesagt, hey, das Beste in dieser Zeit für mich war es, beschäftigt zu bleiben im Kopf, mich mit anderen Sachen auch zu beschäftigen, weil diese Isolation macht euch verrückt. Ich sage euch das. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, 6 Wochen in diesem Haus mit euren Gegnern, kein Kontakt zu irgendjemandem. Es wird auch langweilig, weil ihr könnt ja nicht den ganzen Tag trainieren. Ihr seid dann auch in dem Haus und dann, es gibt nichts, mit dem ihr euch beschäftigen könnt, außer mit euren anderen Freunden oder ja, Teamkollegen dort. Und darum habe ich mir gesagt, ich gebe mir selber Aufgaben. Und außerdem ist mir in dieser Zeit immer eine Sache durch den Kopf gegangen. Eine Sache, die Dwayne Rock Johnson gesagt hat. Er hat gesagt, strong people don't put others down, they lift them up. Also habe ich geschaut, wo ich helfen kann und habe versucht, meinen Teamkollegen dort überall unter die Arme zu greifen. Und dadurch habe ich natürlich auch einige Zeit auf dem Bildschirm bekommen, die andere eventuell nicht bekommen haben. Hier kann man das zum Beispiel sehen. ESPN macht wirklich sehr viele Posts über mich, mehr als über jeden anderen, der in diesem Tournament mitgemacht hat. Hier können wir. I'm very excited now for the other fights because I can see it. That will be cool. And I think that it will be nice that you help us. Robert will be in the corner with us because Robert told us like, hey, I'm training with these guys. I would like to be there for the corner, helping them. And I said, of course. I mean, you are training with them. You two guys start on this one. Push-ups. They can relate for him because you know they're same weight class. So I think it's important for us. As a team that we are getting, you know, close. Also ich mache jetzt kurz den Sound aus. Ihr könnt hier sehen, ha, ich habe hier zum Beispiel mit meinem nächsten Gegner auch trainiert, ihm geholfen, Paddy McCrory. Und ich muss euch eine Sache sagen. Nächste Woche ist der nächste Kampf gegen Paddy. Und eine Sache, die mental wirklich krank war, ist, ich habe den Impact gemerkt von seinen Fäusten an den Pratzen. Ich habe ihn jeden Tag gehört im Training, wie es nur bang, bang, bang gemacht hat, wenn der auf die Pratzen eingeprügelt hat. Und das macht mit einem was mental. Ich kann euch das wirklich sagen. Das ist kein Zuckerschlecken. Das ist nicht normal. Normalerweise, ja, ihr bereitet euch fernab von eurem Gegner auf den Kampf vor. In diesem Fall war das leider nicht so. Und ja. So, jetzt wollen wir uns noch mal kurz anschauen, was Dana White zu sagen hat zu dem Matchup zwischen mir und Paddy McCrory. Okay, let's go. Bravo. So proud of you, bro. Robert and Paddy. They're friends. Brother. Thank you so much. I appreciate it. But they're going to have to put that aside. I'm going to make it violent. Damn, create it for violent. To earn a spot in the finale. Blood will be shed. Teammate versus teammate. We're going to throw down to the end. My favorite thing of all time. So let's see what happens. Ja, meine Freunde, ja, was soll ich groß noch sagen? Also mit Dana White, ich hatte gute Gespräche mit ihm. Ich glaube, er mag gerne Leute, die sich auch mal was trauen. Und ich kann nur so viel sagen, Leute. Ich hoffe, dass ihr nächste Woche einschaltet, den Kampf schaut. Ich freue mich ungeheuer drauf, den zu sehen. Ich habe ihn selber noch nie gesehen. Ich habe halt den Kampf erlebt, aber ich habe ihn noch nie gesehen. Es wird auf jeden Fall eine krasse Sache. Also jetzt mal komplett losgelöst vom Ergebnis von dem Kampf, kann ich einfach sagen, die Zeit war wirklich intensiv und krass. Und was auch immer aus dieser Zeit passiert, ich kann immerhin sagen, ich habe alles gegeben, ich habe alles probiert. Und ihr müsst den Rest entscheiden, ob ihr mich anfeuert oder weiterhin hatet. Das ist mir ehrlich gesagt egal. Ich würde einfach mit diesem Video euch, wie gesagt, auf der einen Seite zeigen, hey, ich habe nicht einfach Füße hochgelegt in dieser Zeit, wo ich keine Videos gemacht habe. Und den anderen Leuten, hey, wacht endlich mal auf. MMA ist größer als nur Deutschland, okay? Und wie gesagt, nur weil ich jetzt nicht hier Thema bin auf euren deutschen Kanälen mit Ring Life und No Time und so. Diese ganzen Leute, ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, die gönnen mir nichts, aber kein Problem, meine Freunde. Kein Problem. Alles gut. Zu guter Letzt wollte ich mit euch noch etwas anschauen und zwar auf YouTube hat der gute Kampfgeist MMA ein Video gemacht.
Das wollen wir uns noch anschauen. Und hier gibt es noch ein anderes Video von Fighting Light Highlights. Und da gibt es auch noch ein paar Kleinigkeiten, die Dana White zu sagen hatte. Robert is definitely one of the middleweights to watch this season. He is a hungry, fearless fighter that never backs down. And this dude loves to put on a good show. He's mostly known for his grappling, but I know he's been developing as an all-around threat over the past few years. He's going to be facing Giannis. The key for him against Robert is going to be to rely on his striking ability and stay off the ground. It's Switzerland versus Greece in this one, and I am excited to see which one of these guys advances to the semifinal. Also ihr habt das schon mitbekommen, das war auf jeden Fall, dieses Interview war vor meinem ersten Kampf, hä? Und man konnte dort wirklich schon heraushören, dass Dana White im Gegensatz zu manchen Leuten aus Deutschland irgendwas schon von mir gehört hat, hä? Und mich schon auf dem Radar hatte. Das hat mich natürlich glücklich gemacht. Leute, guck mal, ihr könnt auch jetzt hier wieder haten von wegen arrogant oder eingebildet oder so. Hey, wenn ihr euer Leben lang dem MMA-Sport widmet und dann der krasseste Typ im MMA, Dana White, über euch so redet, das gibt euch Stolz, das gibt euch Selbstvertrauen, das gibt euch ein Gefühl von, ja, ich habe es richtig gemacht. Und ja, jeder, der das nicht versteht und jetzt in den Kommentaren wieder hatet, macht, was ihr wollt, ist mir wirklich scheißegal. Ja, so. Ja, okay, wir wollen uns jetzt auf jeden Fall mal Kampfgeist anschauen. Kampfgeist. Der hat nämlich wirklich ein gutes Video gemacht und auf das reagieren wir noch jetzt schnell zusammen und dann ist das auch schon für heute fertig. Die neue Staffel, die Ultimate Fighter, ist gestartet und ganz ehrlich, sie ist nach der zweiten Episode einfach schon sehenswerter als die ganze letzte Staffel. Danke, mein Freund. Danke. Herzlich willkommen hier bei Kampfgeist MMA. Robert Valentin aus der Schweiz ist einer der Teilnehmer bei The Ultimate Fighter, das Middleweight. Einige werden sich jetzt denken, ey, woher kenne ich den doch? Wahrscheinlich habt ihr schon mal ein Video von ihm gesehen. Er hat nämlich auch unter dem Namen Robzilla YouTube-Videos gemacht. Er ließ alles hinter sich, er ließ alles stehen und liegen, um seinen Traum aus dem Sport wahr werden zu lassen. Und er kam in die Ultimate Fighter-Serie. Ja, also er sagt das richtig, ja? Ich habe wirklich alles aufgegeben. In der Schweiz alles aufgegeben, hier nach Thailand gezogen, um einfach zu sagen, ich setze jetzt alles auf eine Karte. Wenn es funktioniert, funktioniert es. Wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht. Aber ich habe wenigstens alles probiert. Ich habe alles gegeben und ich war mir selber treu. Und das hat er hier wirklich gut gesagt. Und an dieser Stelle nochmal wirklich Shoutout zu Kampfgeist MMA. Wirklich danke. Und er knallt seinen Gegner einfach mal innerhalb von 20 Sekunden weg. Und jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Das ist ein geiler Typ. Der ist aus der Schweiz. Der hat einen Wiedererkennungswert. Halber Wikinger. Ne? Der ballert da seinen Gegner in 20 Sekunden weg. Ich frage mich wirklich, warum sehe ich über ihn mehr Posts bei ESPN als von The Zone? Mein lieber Kampfgeist MMA, das kann ich dir sagen. Das kann ich dir sagen, wieso. Ich bin zu politisch unkorrekt. Ich passe nicht in euer tolles Schema. Ich bin kein Wallabilla-Guy oder ein Schwarzer oder ein Posterboy, politisch korrekt. In Deutschland muss man entweder politisch korrekt sein oder man muss hier, ich weiß doch nicht, LGBTQ feiern oder die Grünen wählen oder keine Ahnung, so ein Scheiß. Ich bin nicht so. Ich bin einfach eckig und kantig und ich sage, was ich will. Und jeder, der mich kennt, der weiß das auch. Und darum werden diese Sojasören-Boys von den deutschen Medien mich auch niemals promoten. Und das ist mir aber auch ehrlich gesagt scheißegal. Macht, was ihr wollt. Aber umso mehr freue ich mich natürlich, wenn dann ein stabiler Typ wie Kampfgeist die Eier hat sozusagen, eine so kontroverse Person wie mich auch mal, ja, eine Fläche zu geben, ha? So, und Jungs, ich weiß, EM startet übermorgen, aber komm, da haben wir endlich jemanden, der spricht Deutsch, der läuft mit der Schweizer Flagge ein, ey, der hat einen Wiedererkennungswert und der knallt seinen Gegner halt auch einfach weg. Was ich so geil fand, war, Dana White sagte vor dem Fight von Robert Valentin: Hey, das ist ein Grappler, aber ich habe gehört, der wurde ein ganz guter Ja, natürlich, der Grappler. Das ist, glaube ich, ein Stigma, was immer auf mir bleiben wird. Und das finde ich auch in Ordnung. Da habe ich gar kein Problem damit. Damit kann ich gut leben. Ich habe als Kind angefangen mit Judo. Ich war mein Leben lang ein Grappler. Ich werde mein Leben lang ein Grappler bleiben. Aber
Ich glaube, ich habe gut investiert die letzten Jahre in mein Striking, in mein MMA-Game. Und genau, das wird hier auch langsam anerkannt. Dann geht er da raus und knallt in 16 Sekunden, glaube ich, diesen Ellenbogen rein und sein Gegner war einfach... Muay Thai, meine Freunde, Muay Thai. Eine geile Geschichte. Noch geiler ist noch, dass Diego Lopez in seiner Ecke ist. Ja, mhm. Er gehört zu Team Grasso. Shevchenko hat noch drüber gelacht, denn Robert Valentin ist seit 2 Jahren in Thailand am Trainieren. Und mhm. hat auch mit Valentina Shevchenko trainiert? Jetzt bleib mal ganz locker. Ich habe nicht mit ihr trainiert. Sie trainiert einfach auch im Tiger Muay Thai. Und wir haben uns ein paar Mal gesehen. Wir haben immer guten Kontakt miteinander gehabt. Ich habe noch nie mit ihr trainiert oder ihrem Team. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen an dieser Stelle, bevor ich ins Ultimate Fighter gegangen bin, ein Tag, bevor wir ins Haus gelassen wurden oder 2 Tage, wurde bekannt, wer die Coaches sind. Und mein Manager meinte zu mir, Robert, auf keinen Fall zu Team Shevchenko. Die sind oldschool, die haben eine ganz komische Einstellung zu MMA. Und ich habe das auch gesagt, ich möchte auf keinen Fall zu denen. Das ist einfach, von der Energie her passt mir das nicht. Und ich war wirklich am besten aufgehoben bei Team Grasso. Das sind Leute mit guter Energie, gute Laune, positiv und auch moderne Einstellung zu MMA, nicht dieses harder, 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 no water, blah, blah, blah. Das ist einfach Schwachsinn. Das bringt euch nichts. Und jeder, der hier jetzt auch wieder was anderes behauptet, kommt mit mir auf die Matte und dann können wir das anschauen, okay? Und Shevchenko hat gelacht. Sie hat so krass so gesagt, ey Mann, du hast mir meinen Pick hier weggenommen. Ich wollte ihn nehmen. Ich kenne ihn doch aus Thailand. Und ich sage euch ganz ehrlich, ey, genau so einen Charakter brauchen wir, ja? Ein bisschen abgespaced. Haben wir ja gesehen in den Clips, ja, ein ganz eigener Charakter einfach. Und zum Schluss der Episode hat er mit Grasso und dem Coach noch gesprochen und hat gesagt, ey Leute, ich habe mein ganzes Leben nur auf diesen Moment hier gewartet, hier mich präsentieren zu können. Deshalb, wenn ich irgendwas schlecht gemacht habe, dann sagt mir das, weil ich besser werden will. So eine geile Geschichte und ich kenne das Ergebnis nicht von Tuff, aber ich hoffe, wir sehen ihn auf der Fightcard von Grasso vs. Shevchenko. Ich bin auf die nächsten Fights, auf die nächsten Episoden gespannt, denn ohne Mist, die Amis haben ihn schon auf dem Schirm. ESPN hat heute Nacht, glaube ich, 4 oder 5 Clips von ihm gepostet. Schaut mal bei ESPN MMA auf Insta. Der Mann ist gerade im Kommen. Okay, jetzt ist aber genug hier mit der Selbstbeweihräucherung. Ich kann das hier auch gar nicht mehr anhören. Da wird schon fast zu viel Gutes für mich gesagt. Das stimmt alles gar nicht. Ich bin immer noch das gleiche Arschloch, meine lieben Freunde. Ihr schaut euch das besser einfach selber ein bisschen an. Ich weiß, viele von euch haben das noch gar nicht mitbekommen. Aber The Ultimate Fighter läuft, wie gesagt, nächste Woche, heute in der Woche, ist mein Semifinalkampf gegen Paddy McCrory. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet, lasst Kommentar da, lasst ein Like da und gerne in die Kommentare mir Bescheid geben, was ihr für Content haben wollt. Analysen, Fight-Analysen machen mir immer noch Spaß. Ich würde natürlich auch gerne ein bisschen mehr über The Ultimate Fighter reden, über die verschiedenen Charaktere, über die verschiedenen Kämpfer, über die Situationen. Und wenn ihr da was habt, was euch besonders interessiert, schreibt das mir gerne in die Kommentare. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal auf Robzilla TV. Bis dann, macht's gut. Peace!